Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Vlog. Bevor der startet, habe ich was ganz, ganz, ganz Besonderes für euch, denn meine absolute Lieblings-Gesichts-Skincare-Marke Yapoda feiert Geburtstag. Happy Birthday zum 4. Geburtstag an Yapoda. Und natürlich wollen sie euch auch was zurückgeben und mit euch zusammen das Ganze zelebrieren. Deswegen, ihr Lieben, bekommt ihr mit meinem Code ganze 30% und zwar auf komplett alles, egal was, ihr spart euch einfach fette 30%. Das ist eine Menge. Sehr, 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 sehr nice. Und es gibt sogar noch ein kleines Goodie obendrauf. Und zwar, wenn ihr euch das The Full Glow Set, ich werde es euch hier einmal einblenden, wenn ihr euch das kauft, dann bekommt ihr diese geniale Bag, Tasche, Shopper obendrauf. Der ist so, 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 so nice. Es ist so ein aus so einem Jute-Material, sehr, sehr, sehr nachhaltig. Auf beiden Henkeln ist hier einmal ja, das Yapoda-Zeichen abgebildet und hier vorne drauf seht ihr verschiedene Symbole, Reisesymbole, verschiedene Städte und hier natürlich sind auch Yapoda-Produkte, mein Must-Have, mein Geliebtes, mit abgebildet. Also richtig, richtig nice. Und was ich sehr, sehr cool finde, ist, dass die einen Reißverschluss hat. Das finde ich mega, mega genial. Also so, so cool, dann sind eure Sachen nämlich auch wirklich hundertprozentig safe. Genau, und die bekommt ihr gratis obendrauf. Allerdings, die ist streng limitiert, deswegen nur so lange der Vorrat reicht. Also seid ihr auf jeden Fall schnell, wenn ihr die hier abgreifen möchtet. Die ganze Aktion läuft übrigens vom 20. bis zum 28.04. Das ist die Geburtstagswoche, die sozusagen zelebriert wird, wo ihr euch einmal die Gratistasche oder eben die 30% ja, sichern könnt. Das ist wirklich mega, mega genial. Yapoda kennt ihr von mir seit wirklich, ich weiß gar nicht, wie lange ich die euch mittlerweile zeige. Über ein Jahr locker. Ich liebe, 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 liebe diese Produkte. Sie haben meine Haut komplett verändert. Ich weiß noch ganz genau, wo ich angefangen habe, die zu verwenden. Da wurde ich immer wieder von euch gefragt, Amanda, was hast du für einen Highlighter drauf? Deine Haut glowt total. Und ich habe immer wieder gesagt, nein, ich habe mich nicht geschminkt. Das ist meine Skincare, die einfach so einen tollen, tollen, tollen Job macht. Das Erste, was ich immer verwende, immer, 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 ist The Mist Have. Das ist mein absoluter heiliger Gral. Ganz, ganz große Liebe. Ihr spendet eure Haut einfach super viel Feuchtigkeit. Das ist A und O, damit ihr eine frische, ja, Haut habt, die mit viel Feuchtigkeit versorgt ist und eure Haut einfach entspannt sozusagen ist. Deswegen, das ist das Erste, was ich nach meiner Gesichtsreinigung morgens und abends auftrage. Ganz, ganz feiner Sprühnebel. Oh, ich liebe das. Es gibt einen richtigen Fresh-Up. Im Sommer benutze ich es tatsächlich auch immer mal wieder einfach so. Gerade um mir Feuchtigkeit zurückzugeben, wenn ich irgendwie zu viel Sonne getankt habe und ich merke schon, meine Haut spannt irgendwie so komisch, was keiner gerne mag, dann sprühe ich mir das immer gerne drauf. Ganz, ganz große Liebe. Dann auf jeden Fall The Repair Hero. Meine große, große Liebe. Dieses Produkt spendet so viel Feuchtigkeit, Anti-Aging, einen wunderschönen Glow vor allen Dingen. Man sieht nicht ölig, fettig, speckig aus, aber man sieht auch nicht fad und matt aus, sondern man hat diesen natürlichen Glow. Also, das heißt, ihr seht einfach aus, wie wenn die Sonne euch anstrahlt. Einfach diesen, wenn ihr diesen natürlichen Glow habt, wie die Sonne auf euch leuchtet. So ist es. Also ganz, ganz große Liebe. Ich muss allerdings sagen, die anderen Serien, es gibt noch ein paar andere. Die sind auch richtig, richtig nice. Also vor allen Dingen, da gibt es ja ein Serum zum Beispiel, was eine Mischung zwischen Serum und Öl ist. Und das ist zum Beispiel richtig nice, wenn jemand noch mehr Glow haben möchte. Über den ganzen Tag hinweg wirklich einen schönen Glow. Das ist sowieso eine absolute geniale Erfindung. Definitiv, dass man ein Produkt hat, was zwei in einem hat. Also, wo man wirklich ein Serum und ein Öl in einem Produkt vereint hat. Mega, mega, mega genial. Also, schaut euch die Serien an. Ein Serum ist so wichtig, Leute aufzutragen. Also, nicht einfach nur eine Creme ins Gesicht und that's it. Nein. Gerade wenn ihr sagt, eure Haut ist irgendwie total trocken oder ihr habt extreme Unreinheiten oder euch fehlt einfach dieser Glow, dieses gewisse Etwas sozusagen. Oder wenn ihr sagt, hey, ich
habe schon ein paar Jährchen. Ich muss auf meine Skincare einfach achten, weil Hyaluron und Co. wird ab einem bestimmten Lebensalter nicht mehr von alleine produziert. Deswegen braucht man solche Produkte, damit man der Hautalterung einfach entgegenwirkt. Ganz, ganz, ganz wichtiges Thema. Und da sind Serien wirklich das A und O. Ganz, ganz, ganz wichtiges Produkt. Es kam jetzt relativ neu raus, aber ich möchte es trotzdem noch mal zeigen. Und zwar The Sea Boost Hero. Hier sind 15% Vitamin C. Vitamin C macht so viel mit eurer Haut. So, so, so genial. Ich liebe das. Ich benutze fast im Wechsel das Serum und das Vitamin C Serum. Und hier, das ist relativ wässerig, aber da ist es auch so, dass ihr das einfach in die Haut so einmassiert, einklopft. Und egal, ob ihr jetzt das Serum oder das Vitamin C so Serum benutzt, danach ganz, ganz wichtig, Tagescreme oder Nachtcreme. Also eine Creme, reichhaltig, macht die Haut super schön, soft, weich. Ihr habt trotzdem durch das Serum oder das geht auch durch die Creme durch, dieser Glow, der ist auf jeden Fall trotzdem vorhanden. Hier habt ihr eben auch dieses Slow Aging Effekt, damit einfach, wie gesagt, eure Haut langsamer altert und einfach ihr unterstützt werdet in diesem Prozess, dass es einfach, ja, dass eure Haut nicht trocken und fad und schlapp und so weiter aussieht, sondern dass ihr einfach genau das habt, was ihr wollt. Also, dass ihr einen schönen Glow habt, dass ihr prall und genährt und die Haut einfach nicht juckt oder irgendwie, ja, trocken ist oder sowas, sondern dass sie halt einfach schön mit Feuchtigkeit verpflegt ist. Feuchtigkeit A und O Nummer 1, das Allerwichtigste. Und deswegen, wie gesagt, jede Skincare, Gesichtspflege immer, immer, immer mit einer Creme abschließen, was auf jeden Fall auch ganz, ganz, ganz wichtig ist, nicht nur im Sommer, sondern auch im Winter, auf jeden Fall einen Sonnenschutz zu verwenden. Entweder nehmt ihr den statt der Tagescreme oder ihr gebt es noch über die Tagescreme drüber. Ich habe es auch schon gemixt. Ich habe schon alles probiert und bei mir hat es tatsächlich alles funktioniert. Ihr müsst halt einfach mal gucken, wie eure Haut drauf reagiert, ob eure Haut sensibler ist, ob ihr wirklich die letzte Schicht wirklich eine Sonnencreme nimmt sozusagen, weil ihr einfach einen empfindlicheren Hauttyp habt. Je nachdem, wie es halt eben bei euch ist. Ganz, ganz wichtig auf jeden Fall mit einer Creme, Sonnencreme abzuschließen. Genau, das sind so meine absoluten Favoriten. Ich muss allerdings sagen, ich liebe die anderen Produkte von Yapoda genauso. Zum Beispiel die Augenpads oder die Gesichtsmaske. Oh mein Gott. Aber auch die Nachtcreme zum Beispiel. Die Nachtcreme ist auch so, 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 so nice. Man steht wirklich morgens auf und man hat das Gefühl, ein Babypopo als Gesicht zu haben, weil es so krass weich ist. Weil bei der Nachtcreme zum Beispiel, das ist gleichzeitig, es ist eigentlich eher eine Maske. Es ist eine Nachtmaske, die man eben, man gibt es drauf, wie eine ganz normale Creme. Die Inhaltsstoffe sind aber so krass der Shit, dass sie einfach eure Haut so heftig pflegen, dass sie am nächsten Tag aufsteht und ihr habt wirklich das Gefühl, Babypuppe im Gesicht zu haben, weil es so, 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 so weich ist. Also es ist wirklich, die Produkte sind von innen und außen 10 von 10 Punkte, wirklich. Also die ganzen Produkte sind alle aus Glas, also die sind auch komplett nachhaltig produziert. Hier zum Beispiel bei denen gibt es ein Refill zum Beispiel. Wie gesagt, alles aus Glas. Und bei Yapoda gibt es auch eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Yapoda weiß einfach, dass sie von den Inhaltsstoffen 10 von 10 sind, wie gesagt. Und deswegen bieten sie eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie an. Ihr könnt die Sachen also ganz in Ruhe zu Hause testen, euch selbst davon überzeugen, wie heftig gut die einfach sind. Ich weiß, dass einige von euch die Produkte genauso sehr lieben wie ich. Deswegen, falls ihr Nachschub braucht, das Ganze verschenken möchtet vielleicht oder einfach mal, ja, schon lange testen wolltet, aber ihr euch unsicher seid, jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, weil 30% ist einfach wirklich eine Menge bei diesen hochwertigen Produkten. Die Produkte sind alle komplett vegan, tierversuchsfrei, natürliche Inhaltsstoffe. Also wirklich, ihr kriegt hier wirklich Produkte, die Next Level Shit sind, sozusagen, von innen als auch von außen. Deswegen, wenn ihr irgendwie auf der Suche seid nach einer neuen Skincare, weil ihr mit eurer alten oder aktuellen unzufrieden seid oder ihr noch gar nicht so eine richtige Skincare habt, irgendwie vielleicht nur eine Creme benutzt, aber noch gar nicht so mit Serien oder sowas arbeitet oder wie gesagt, das Ganze schon kennt und liebt, dann
greift sehr, sehr gerne zu. In der Geburtstagswoche, wie gesagt, vom 20. bis zum 28. 30% auf komplett alles. Und wenn ihr euch, wie gesagt, das Full Glow Set holt, dann bekommt ihr diese coole Tasche noch oben drauf. Ich finde die so schön. Ich liebe sie. Ich finde die so, 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 so nice. Mit dem Geburtstagskuchen auch. Ja, also schaut sehr, sehr gerne bei Yapoda vorbei. Ich werde euch alles nochmal in die Infobox verlinken. Da könnt ihr direkt draufklicken und eine Runde shoppen, ihr Lieben. Viel Spaß dabei und auch mit den Produkten. Und für euch geht's jetzt mit dem Vlog weiter. Einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen, Miami. Wir haben Donnerstag und ich bin hier schon am Arbeiten. Muss aber gleich mal die Jungs fertig machen und in den Kindergarten bringen. Hallo, ihr Lieben. So, da melde ich mich mal. Wir haben Donnerstag. Ich dachte, heute wäre wieder das Turnen von den Kids, aber das Turnen hatte jetzt oder hat 3 Wochen geschlossen in der Zeit, wo halt eben auch die Osterferien sind. Und die Woche ist tatsächlich noch Osterferien. Das habe ich irgendwie total verrafft. Ich bin noch nicht in diesen Schulferien-Dings drin. Deswegen, ja, habe ich, ja, auf jeden Fall ist heute eben kein Turnen. Erst ab nächster Woche. Es sind 5 Grad. Es ist wirklich super, super frisch, aber die Sonne scheint. Das ist richtig, richtig nice. Deswegen, ich habe Hoffnung, dass es doch ein schöner Tag wird. Heute soll es aber auch irgendwie nur, es soll nicht so heiß werden. Auf jeden Fall ab morgen wieder. Ich war jetzt einmal die Jungs wegbringen und danach im DM. Uns hat einiges gefehlt. Ich habe aber auch einiges auf Vorrat geholt, ein paar Neuheiten und so weiter und so fort, weil ich gesehen hatte, dass ich 33-fachen Punktwert bekomme, wenn ich mit Payback Pay zahle. Was hat nicht an der Kasse funktioniert? Payback Pay. Richtig doof, also wirklich, ah, voll ätzend. Aber egal. It is what it is. Ich muss da mal schauen, ob ich irgendwas falsch eingerichtet habe oder ob ich da mal bei der Hotline anrufe und frage, was geht ab? Ja, who will see? Ich habe auf jeden Fall gerade ganze 164 € im DM ausgegeben. Deswegen werde ich euch jetzt nicht den DM zeigen hier, sondern werde einen separaten DM-Haul drehen. Habe ich nämlich auch schon lange nicht mehr gemacht. Genau das gleiche mit Primark. Primark habe ich auch gestern fast 200 € ausgegeben. Also ich weiß nicht, wie ich das hinbekommen habe. Also klar, ich weiß, ich habe auch einiges doppelt mitgenommen und was weiß ich was, ja. Bin ein kleines bisschen ausgerastet. Egal. Auf jeden Fall, dadurch, dass es halt so viele Teile sind, bietet sich es dann halt mal an, separaten Haul zu machen. Einfach auch mal was anderes halt, abgesehen von den Vlogs. Genau. Mit meinen Haaren bin ich übrigens überaus happy. Mein Mann hat auch gesagt, sieht so schön aus. Einfach so ein bisschen heller. Mal was anderes. Meine Schwester und meine Mutter haben auch gesagt, sieht richtig gut aus. Ich habe jetzt einfach mal meine Haare so ein bisschen hier zurückgemacht. Einmal mit einem Zopf und dann so reingedreht. Ganz simpel. Dass die mir nicht die ganze Zeit ins Gesicht fliegen, weil das mag ich immer noch nicht. Aber ich versuche sie einfach mal ein bisschen mehr offen zu tragen und verschiedene Frisuren auszuprobieren. Genau. Ja, jetzt gehe ich mal rein. Lara ist safe schon wach. Wir haben 9:30 Uhr. Ich bin erst um 8:30 Uhr losgefahren, die Jungs wegzubringen. Wir haben uns echt feiern lassen heute Morgen. Genau. Ich werde jetzt erstmal meine Süße beschäftigen, was frühstücken, in den Tag starten. Ich habe heute ganz früh morgens, habt ihr ja gesehen, schon angefangen, ein Video zu schneiden. Und ja, so ein bisschen was muss heute gearbeitet werden. Und wenn die Lara ihre ersten Nickerchen macht, werde ich mal schauen, dass ich den Primark-Haul und auch den DM-Haul gedreht bekomme. Genau, das ist der Plan. Bibi Maus macht hier Party. Nicht rausschmeißen. Mal langsam. Ich habe sie umgezogen, nachdem ich hier nach Hause gekommen bin. Das Lätzchen und dieses Jäckchen hier sind von Primark, die Hose ist von Adidas und die Söckchen sind von Steif. Ja. Sie hat jetzt gerade gegessen, beziehungsweise getrunken. Ich habe auch gerade gefrühstückt. Ich bin hier nebenbei meinen Vlog am Schneiden. Mir ist aufgefallen, zum Thema Essen, Brei, Beikost und so weiter, habe ich euch gar kein Update mehr gegeben. Es war so gewesen, dass sie Frühkarotte gar nicht mochte. Es kann aber auch sein, weil das die ersten Berührungen mit Brei gewesen sind. Danach haben wir reinen Kürbis gegeben. Das war schon ein bisschen besser, aber es war immer noch so, dass sie mit der Zunge viel rausgestoßen hat.
Und dann haben wir Pastinake gegeben und Pastinake war super. Da war das erste Mal, dass sie wirklich geschluckt hat, dass man richtig gehört hat, dass sie schluckt und nicht alles immer nur rausdrückt sozusagen. Und jetzt ist es so, seit ein paar Tagen ist sie komplett leer. Also da bleibt gar nichts mehr übrig. Davor war es immer so, da hat sie ein bisschen was geschluckt, ein bisschen was rausgedrückt und jetzt ist sie wirklich komplett, wenn man ihr einen Löffel gibt, sie spuckt gar nichts mehr raus, meine Süße. Ja, und jetzt bin ich gerade dabei, die Rationen einfach zu erhöhen, dass wir auf ein komplettes Gläschen halt eben kommen. Und ja, heute wird es nochmal Pastinake geben. Und ab morgen werden wir dann mal Pastinake mit, was habe ich da gekauft? Pastinake mit Kartoffel, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall werden wir dann jetzt auch mal wieder ein paar andere Sachen testen und auch mal wieder Karotte und so weiter testen. Aber ja, gell, Schatzi? Es funktioniert also wirklich super. Das wollte ich mal als Feedback geben. Und was auch richtig gut funktioniert, das hatte ich bei den Jungs zum Beispiel nicht so, auch bei Malia ist es schwierig, und zwar Wasser trinken. Sie trinkt Wasser ohne Probleme. Sie hat direkt die ersten Male, als ich sie angeboten habe, 3, 4 Züge genommen. That's it. Runtergeschluckt, nicht rausgespuckt, gar nichts. Und jedes Mal, wenn ich sie anbiete, saugt sie 2, 3 Mal dran, schluckt es runter, verzieht das Gesicht nicht und richtig gut. Also bei den Jungs, ich weiß noch genau, als ich denen das erste Mal Wasser gegeben habe, die haben das Gesicht verzogen, so nach dem Motto, was ist das denn für ein Mist? So richtig, die haben es gar nicht gefeiert. Und Malia zum Beispiel, die ist eine richtig gute Esserin, die hat wirklich schon in der ersten Woche von der Beikost, glaube ich, am Ende der Woche ein ganzes Gläschen gegessen. Also sie ist richtig, richtig gut im Essen. Aber trinken fand sie nicht so cool. Das hat jetzt eine ganze Zeit lang gedauert und es ist immer noch so, dass sie es nicht so geil findet, sagen wir es mal so. Ja, das hast du super gemacht, gell, meine Süße? Und jetzt sind wir aber auch dabei. Ich erzähle immer mal wieder, wie es damals mit den Jungs war oder auch wie es mit Malia ist, damit ihr einfach merkt, wenn ich euch etwas Positives oder etwas Negatives erzähle, dass es eigentlich völlig egal ist, dass ihr das gar nicht auf euch selber projizieren müsst, weil einfach jedes Kind anders ist. Die einen machen dies schneller, die anderen das schneller, die anderen dafür das langsamer, die anderen dafür das besser oder schlechter oder weiß der Geier was. Am Ende des Tages können wir alle essen, irgendwann mal. Ja, bei den einen dauert es eine Woche, bei den anderen einen Monat. Es ist also wirklich völlig, ja, Schätzi, man muss nur dranbleiben und ja, das Ganze in Ruhe machen. Ich habe auch immer wieder dazwischen mal einen Tag Pause gelassen und sie da komplett in Ruhe gelassen. Also immer so, ja. Gell, Süße? Ja. Und jetzt ist alles super. Ja, jetzt funktioniert alles super. Du isst toll, du trinkst toll. Gelle? Da lächelst du. Also meine Süße. Ich habe heute ihr auch das erste Mal so einen Abendbrei gekauft. Was man so, das sind so Flocken, die man dann mit Wasser oder mit Milch, je nachdem, wie das gerade ist. Ich habe hier, glaube ich, so einen Keksbrei oder sowas geholt. Oh, Moment, meine Schwester. Ich habe meinen Schlüssel draußen stecken lassen. Ich bin so voll bepackt. Ich hatte 2 riesengroße volle Tüten vom DM und dann noch eine große Pampi-Box, weil ich habe das Gefühl, also die Dreier bei ihr funktioniert, sie läuft auch nicht aus, aber ich habe das Gefühl, dass sie einen Ticken zu klein oder zu eng sind. Also nee, nicht zu klein, sondern zu eng. Sie ist eine kleine, aber vom Umfang her ist sie schon proppig. Sie hat schon einen schönen Bauch, gell? Und schöne Oberschenkel. Wie die Mami bist du. Auf jeden Fall glaube ich, dass wir jetzt die letzte Dreierpackung leer machen und dann mal auf die Vierer übergehen. Und ich habe dann so einen Kasten direkt mitgenommen, weil man sich da ja mal ein bisschen was spart. Und ich hatte dann diese 2 Tüten, eine links, eine rechts, dann meine normale Handtasche und dann auch noch diese Box und bin dann irgendwie reingelaufen. Mein Mann kam mir entgegen und hat mir alles abgenommen und wir haben die Tür zugemacht und der Schlüssel war draußen. Aber meine Schwester war gerade Gassi und hat dann deswegen gerade Bescheid gesagt. Ja. Ja. Was habe ich eigentlich gerade erzählt? Ich weiß es gerade gar nicht mehr, aber ja, Thema Beikost wollte ich eigentlich nur mal ein Update geben, dass sie mittlerweile ganz normal ist, richtig gut ist, ohne rauszustoßen, alles runterschluckt, super trinkt und alles klasse ist. Gemeine Süße?
Sie wird jetzt auch langsam müde. Wir haben 10.30 Uhr. Sie ist schon seit über 2 Stunden wach. Ich werde sie gleich hinlegen und dann werde ich mein DM-Haul drehen, mein Primark-Haul drehen und dann werden wir im Garten ein bisschen weitermachen. Die haben gestern, meine Schwester hat das ganze Gartenhäuschen einmal rausgeräumt. Das war nicht so viel, weil wir haben da schon mal klar Schiff gemacht vor dem Winter. Also da war eigentlich alles ordentlich. Und wir haben jetzt unsere Reifen, unsere ganzen, also 8 Reifen haben wir tatsächlich in unser Gartenhäuschen bekommen. Schön gestapelt, gemacht, getan. Wir haben auch bei den Leuten, die wir kennen, die in also mit Autos zu tun haben, da arbeiten und so weiter, gefragt, wie wir die lagern sollen, was wir da genau beachten sollen, bla 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 bla. Haben wir alles gemacht. Ich weiß, du bist müde, die gehen ja jetzt schlafen. Oder du gehst schlafen, meine Süße. Genau, also wir haben jetzt links und rechts in der Ecke jeweils unsere Reifen. In der Mitte hat sogar dann noch unser Rasenmäher gepasst, was ganz gut ist, weil die Ecken sind jetzt vorne. Wir können direkt vorne reingreifen, unseren Rasenmäher rausholen. Dann haben wir dann noch ein paar Gartensachen drin und. Aber wir hatten auch viel Zeugs noch so drin in so Behältern und die stehen alle hier vorne. Da wollen wir mal zusammen durchgucken, was wir davon behalten und was halt eben weg kann. Und das machen wir dann später. Aber du gehst jetzt erstmal schlafen und ich gehe Videos drehen. Nicht auf die Fliese rollen. Hier. Ende. So, mittlerweile ist ein bisschen Zeit vergangen. Wir haben mittlerweile schon 3:15. Wow. Was haben wir gemacht? Wir haben Mittag gegessen. Lara hat wirklich richtig gut wieder gegessen, ihren Brei. Wir haben ein paar Pakete zwischendurch bekommen. Unter anderem sind die Hosen von Sabo gekommen. Der soll er selber auspacken. Da freut er sich bestimmt drüber. Ich habe euch erzählt, dass er nur noch Jeanshosen trägt. Und deswegen, weil wir zu wenig haben, nur 4 Stück, habe ich jetzt nochmal 2 Stück bestellt. Oder wir haben 5, ich weiß es gar nicht. Es ist noch was von Temu gekommen, aber dazu mache ich dann einen gesonderten Haul. Ja, Lara hat jetzt noch ein bisschen gespielt. Wir waren auch bei meiner Schwester eine Zeit lang drüben und ja, ich habe sie jetzt auf jeden Fall gerade hingelegt. Sie ist auch direkt eingeschlafen. Jetzt habe ich gerade mal meine ganzen Nahrungsergänzungsboxen wieder aufgefüllt. Die waren nämlich leer und da ist mir aufgefallen, dass OPC leer ist und ich keinen Ersatz habe. Deswegen werde ich das jetzt gleich ordern. Und ja, das war's eigentlich. Ich habe meinen Vlog für Samstag geschnitten. Genau, also für heute habe ich ja, für morgen und für Samstag. Und jetzt schneide ich den für Sonntag. Da muss ich was reinmachen, auch wo ich was vorgedreht habe. Und ich habe gerade schon die 3. Maschinewäsche angemacht. Genau, und die 2. ist gerade im Trockner. Ja, ich glaube, ich bin eigentlich ganz gut dabei, noch eine anzumachen. Ich habe jetzt nämlich Buntwäsche gewaschen, dann die Wäsche von den Jungs. Laras Wäsche ist jetzt gerade im Trockner und ich hätte auch noch einmal weiß und einmal schwarz zu waschen. Also irgendwie ist nämlich heute Morgen, habe ich nur gedacht so, boah, was mit der Wäsche passiert, die ist irgendwie am Überquillen und Explodieren. Deswegen habe ich gesagt, heute ist waschstark, ich wasche alles durch. Joa, soweit so gut. Jetzt in der Zeit, wo sie schläft, werde ich einfach die ganze Zeit Videos schneiden. In einer Stunde muss ich ja die Jungs abholen, deswegen werde ich jetzt nochmal die Stunde effektiv nutzen, um zu arbeiten. Ich dachte mir gerade noch so, hä, was hast du denn jetzt die ganze Zeit gemacht seit heute Morgen? Leute, ich habe Videos gedreht, ich habe den Primark-Haul gedreht und den DM-Haul gedreht. Ich habe den DM-Haul komplett verräumt, überall alles, wo was hinkommt. Die Primark-Sachen habe ich auch verräumt, beziehungsweise teilweise in die Wäsche gegeben, teilweise in die Schränke, weil es nächste Größen sind. Und die Sachen von meiner Schwester habe ich rübergebracht. Ich habe doch schon ein bisschen was gemacht. Total verrafft gerade.